Der Sturm ruft seine Bräute an, und sie steigen im Kreise, kreisend in sein Auge, und sie quellen auf zu dunklen Wolken, da wo sie gebären werden, jene, die plötzlich da sind, die mit uns spielen wollen und ihr Hochmut unser Sein bedroht. Die Unberechenbaren, die Tromben, die mit ihren gierig greifend Schirme ihr Unheil vor dem Licht verhüllen wollen. Denn so soll es geschehen, der Schrecken, vor dem sich immer alle allweit fürchten. Die Kraft der fährischen Differenz nährt sie mit unheilvoller Düsternis, und unberechenbar sind sie geworden, wie Kinder, die voller Übermut das Böse spielen. Sie behalten es sich vor, womit sie werfen werden, mit Blitzesspeer und Donner, Wasser, Schnee und Eis. Dann, wenn sie über unseren Stuben wie Türme zusammenfallen, dann wünschte sicher sich so mancher, anderswo sein Feld gefurcht zu haben.